Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich mit euch digital diesen kleinen Wauz hier malen, der auf einem Surfbrett liegt. Ja, so ist klein Sommerabschluss. Ich liebe ja den Sommer am allermeisten von der ganzen Jahreszeit. Und da habe ich mir gedacht, jetzt male ich ihn nochmal. Genau, und da schaue ich mir mit euch zusammen dieses Video an. Kennt ihr eigentlich den Kanal Deni Zeichnet? Das ist einer von meinen Lieblingskanälen, den ich mir regelmäßig anschaue. Die Videos, also die Deni, sie kann unglaublich gut zeichnen und ich liebe ihre Videos mir anzuschauen. Schaut da doch auch nochmal vorbei und lasst ihr einen lieben Gruß da. Genau, und eins ihrer Videos war ein kleines Hündchen, Cavalier King Charles Spaniel. Habe ich hoffentlich nicht richtig ausgesprochen, ansonsten seht ihr das im Titel nochmal. Und genau, sie hat mich mit ihrem kleinen Spaniel inspiriert und ich habe versucht, ihn nachzumalen und ich muss sagen, es ist mir mittelmäßig gelungen. Ich bin nicht ganz zufrieden. Also ich finde ihre Zeichnung, sie hat mit Buntstiften gezeichnet, wirklich deutlich besser. Aber naja, ich habe versucht, das digital nachzumalen. Ich blende euch hier mal kurz das fertige Bild ein, was ich dann eben digital gemalt habe. Und aufbauend auf den kleinen Spaniel habe ich dann mir gedacht, dass ich den kleinen Welpen noch irgendwie anders machen kann. Und dann kam mir die Idee mit dem Surfbrett. Und ja, jetzt habt ihr schon im Hintergrund das ein bisschen laufen gesehen. Ich spule nochmal kurz zurück zum Anfang. Genau, also als erstes habe ich das Surfbrett gemalt. Da habe ich nur die eine Seite gemalt und habe dann die andere gespiegelt und zu einer Ebene hinzugefügt. Als Orientierung von dem Kopf, da habe ich einen Kreis gezeichnet. Also gibt es ja in Photoshop, ja, so einen Kreis oder ein Oval malen, damit ich auch sehe, dass das Köpfchen ungefähr symmetrisch ist und nicht irgendwie verzerrt ist. Und das Tolle am digitalen Malen, was ich ja immer finde, ja, ist einfach, dass man wirklich das ganz beliebig hin und her schieben kann, die Größe, die Breite verändern kann, die Farbe. Und ich muss sagen, ich habe immer, wenn ich male, ja eine gewisse Vorstellung, wie das Bild später aussehen wird. Vor allem sind meistens die Vorstellungen, was soll drauf, also so das Hauptsächliche. Also sprich, hier habe ich gedacht, okay, ein Hund liegt auf einem Surfbrett und schwimmt im Wasser. Das war meine Vorstellung. Und dass dann später noch die Blätter am Rand dazugekommen sind oder noch Blätter, die runtergefallen sind, das war dann noch zusätzlich. Also es ist mir dann während des Malprozesses dann eingefallen. Habt ihr eigentlich Haustiere? Ich habe hier so einen kleinen Zwergpudel, den Bummelchen. Den habe ich auch schon mal gezeigt, auf Instagram auf jeden Fall. Wer mir da übrigens noch nicht folgt, der schaut doch gerne nochmal vorbei. Jetzt habe ich den Hintergrund schon mal blau eingefärbt, um vor allem auch zu schauen, ob ich auch keine weißen Blitzer rein gemalt habe. Ja? Manchmal vergisst man ja so etwas auszumalen, wenn der Hintergrund weiß ist, dann sieht man nicht. Ja? Hat zum Beispiel das Fell in dem Hündchen irgendwo ja noch einen weißen Blitzer drin. Ne? Das Fell von dem Hündchen habe ich auch schon grob mit dem hell und dunklen Bereichen angemalt. Und umso weiter ich in dem Bild male, umso mehr schaue ich einfach. Ich gucke mir immer so das Gesamtbild an. Wie wirkt es auf mich? Fehlt noch irgendwas? Ja, von wo kommt das Licht? Passt das alles? Ja, mein Schattenwurf, meine Lichtreflexe. Und bei dem Auge finde ich immer schön, wenn dort mehrere Lichtpunkte sind. Also, und ihr seht bei der Iris, ja, da ist so ein kleiner Verlauf drin. Da oben ist es so dunkler. Auch ein kleiner Schattenwurf von dem Augenlid, von dem oberen. Und das Auge unten, das hat so einen hellen Lichtschimmer drin. Ja? Das müsst ihr mal beobachten, auch bei euren Haustieren oder Partner, Kinder. Wenn das Licht so schräg in das Auge reinscheint, dann, ja, bei braunen Augen ist das dann halt eben etwas heller, ja, so hellbraun dann mehr. Sieht echt schön aus. Ich nehme immer als Schattenfarbe lila. Und wenn ich den Schatten fertig gesetzt habe, dann setze ich das Ganze auf Multiplizieren. Und mache dann die Deckkraft noch ein wenig nach unten. Vielleicht so auf 50%, 60%. Es kommt immer drauf an, wie stark, wie tief die Sonne zum Beispiel steht, wenn sie
tiefer steht, dann wird der Schatten dunkler und wenn sie höher steht, dann etwas heller. Das Holz von dem Surfbrett, das habe ich jetzt etwas heller gewählt. Später ist mir dann aufgefallen, dass das Hündchen und die Farbe von dem Holz irgendwie zu ähnlich ist. Und wenn man das Bild so von Weitem sich anschaut, manchmal irgendwie gar nicht so ein großer, das Hündchen sich gar nicht so doll abhebt von dem Surfbrett. Und dann habe ich dann ganz zum Schluss nochmal die Farbe doch etwas dunkler gesetzt. Jetzt male ich diese typische Wassermaserung-Muster. Und danach multipliziere ich das Ganze, die ganze Ebene, setze sie auf ineinander kopieren und mache dem ganzen Wassermuster nochmal einen Schein nach außen und setze das Ganze auch nochmal auf ineinander kopieren. Und dadurch wirkt das wirklich nochmal von der Sonne angeleuchtet. Und genau, da hatte ich auch schon die Idee bekommen mit den Blättern. Und da habe ich erstmal diese typische Blätterstruktur reingemacht und damit das Ganze etwas gemalt aussieht, auch nochmal so ein bisschen mit so einem nicht ganz glatten Pinsel nochmal rübergegangen. Und jetzt kommt der Schatten von den Blättern. Den habe ich noch etwas verzogen, damit das einfach auch nochmal ein bisschen natürlicher aussieht. Und das war's schon. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Wie hat euch das Video gefallen? War das zu schnell? Ja, das ist ja für mich irgendwie manchmal ein bisschen nicht so ganz leicht einzuschätzen. Kommt ihr da mit? Bringt euch das Video etwas? Möchtet ihr, dass ich etwas anderes male? Jetzt macht gerade mein Baby auf. Ansonsten habt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt noch die letzten Sommertage, falls ihr sie habt. Bald kommt der Herbst, da überlege ich auch schon mal irgendein Herbstbild zu malen. Eine Zuschauerin hat sich eine Eule gewünscht. Da überlege ich, ob ich da irgendwie was mit Eulen mache. Ja? Ich finde, Eulen haben, das verbinde ich irgendwie so mit der, natürlich einmal mit der dunklen mit der dunklen Zeit des Tages. Aber auch irgendwie jetzt nicht unbedingt mit Sommer, auch nicht mit Winter. Also irgendwie sowas dazwischen, Herbst, Frühling vielleicht. Und da gucke ich nochmal, lasse ich mir was einfallen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns auch wiedersehen. Also macht's gut, ciao!